Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man im SAP ME einen eigenen Pod anlegen kann. Hierzu müssen wir zunächst in die Pod Maintenance. Um hierbei nicht bei 0 anfangen zu müssen, bietet es sich an, einen Standard-Pod zu kopieren. Hierfür wählen wir den Operation Touch Pod aus. Lassen uns diesen anzeigen und benennen diesen in unseren eigenen Pod um und speichern. In einem zweiten Schritt müssen wir hierfür in die Activity Maintenance gehen und uns auch hier die Standardaktivität hierfür heraussuchen. Diese lassen wir uns anzeigen und benennen auch diese um. In der Description können wir uns den Namen eintragen, den wir anschließend in unserem Activity Manager für den Pod sehen wollen. Nun müssen wir auch hier noch einmal die URL dazu anpassen und dies speichern. In einem dritten Schritt müssen wir nun noch die Berechtigung für unseren Pod setzen. Dies machen wir in der User Group Maintenance. In unserem Fall sind dies die Administratoren, welche wir uns anzeigen lassen. Und dann unter den Berechtigungen die Berechtigung für unseren Customizing-Pod setzen können und auch dies speichern. Nachdem wir uns nun einmal ab- und wieder angemeldet haben, können wir nun unseren Pod im Aktivitätenmanager finden und finden hier eine Kopie des Standardpods. Vielen Dank fürs Zuhören.